Ey Leute, was geht? Und ja, wir sind jetzt hier wieder zurück zur vierten Folge. Ich hoffe, jetzt ist das auch nicht mal so fail mit mit der Facecam, mit dem Licht, weil da muss ich sagen, also die ersten drei Folgen habe ich ja alle hintereinander aufgenommen und ich habe erst nachher gesehen, dass das Licht voll scheiße war, aber ja, sorry einfach. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu hell. Und ja, wir hatten den Wartungsheber bekommen, haben gespeichert und wollen jetzt weitergehen. Alles klar. Ganz ruhig. Okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Dann würde ich mal meinen. Hallo, Süße. Sexton Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Unterbrech mich noch einmal. Ich schwöre, ich ziehe den Wartungsheber über. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zur Kommunikationszentrale. Nein. Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Achso, ja stimmt, wir wollen ja... Stimmt. Rechte, linke Maustaste. Ah. So. Perfekt. Na dann. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Neugierig, was? Oh, nice. Würdest du rennen, oder? Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Geräusch? Also wir haben jetzt hier schon, wir sind schon bei der vierten Folge. Was sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich da... Unterbrich mich halt. Ist sicherer. No hospital, no authority, no hope. Keep out und ja, zumindest irgendwas wollte ich... Ja, danke, jetzt habe ich vergessen. Geh weiter. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Nein, ich verarsche dich. Erstmal speichern. Man muss jede Möglichkeit zum Speichern nutzen, weil das geht wirklich nicht in jedem Spiel. Da, also
dass man unbegrenzt speichern kann. Weil es gibt so Moment. Spiele. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Da braucht man bestimmte Objekte zum Speichern. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Aber wenigstens sind wir jetzt nicht mehr alleine. Worauf warten Sie? Und das beruhigt mich. Das beruhigt mich schon mal, das heißt. Ah ja, stimmt, ich würde sagen. 4 Folgen. Und noch nichts ist wirklich passiert. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Alles klar. Monster halt. Wir nehmen alles mit, was wir bekommen können. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie gesperrt. In Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Ich bin froh, dass ich euch gefunden habe. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Ja, auf einmal. Ich will rein. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden, nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Einfach nicht über den Weg laufen. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Und da war ein was, was ich nehmen könnte. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Sensor. Es kann hier recht dunkel werden. Nein. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Ah, da unten ist mein Strom. Ich muss F gedrückt halten, um die aufzuladen. Dann safe. Und weiter geht's. Ja, möchte ich. Hier lang. Also wenn das so weitergeht mit den Speicherpunkten, sehe ich, denke ich, dass wir hier ganz gut durchkommen. Okay. Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Das ist eins von sechs Batterien. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Ja, wenn er hier Strom spawnt. Eigentlich könnte ich auch so eine Fackel benutzen. Haben Sie etwas gehört? Taschenlampenbatterien. Hören Sie das? Mach mich nicht paranoid.
Ab dem Schaft. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Ich will das noch alles absuchen. Batterien. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Wir haben jetzt schon. Ah, nee. 3 von 6 Batterien. Ey! Kann ich ihm was aus der Hand legen? Das ist doch schon wieder belastend. Mich nervt, dass ich hier was dauerhaft in der Hand habe. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Okay. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Also ich muss sagen, der Axel, der hat schon ein paar tolle Tricks auf Lager. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ja. Ruhe. Ich hab was gehört. Du hörst so vieles. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Bist du nicht sicher? Ich nämlich nicht. Folgen Sie mir. Ist das denn sein fucking Ernst? Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Leise. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Na los. Irgendjemand wird schon hier beschaffen. Wie können wir nicht ankommen? Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ableckungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie machen weniger Lärm. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Und hat das noch jemand gehört? Wenn ich jetzt den Generator ausschalte, wird jeder von denen hierher kommen. Oh nein, die haben mich gar gesehen. Ah, oh, Missionsspeicherstand laden. Oh. Nein, nein. Och Mann. Wieso? Oh. Okay. Wir versuchen es beim nächsten Mal wieder. Oh, das war Fail von mir. Ja, ich wusste nicht, wo ich sonst hin sollte. Die wären da wahrscheinlich jetzt in den Generatorraum gekommen. Aber gut. Ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Mal dann nochmal. Probieren es beim nächsten Mal nochmal an der Stelle, wo ich gerade erwischt wurde. Und deswegen würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.